Moin moin Leute, mein Name ist ReFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Waffenreview rund um Skill Special Force 2. Und heute habe ich das neue Sturmgewehr, nämlich die SCAR L für euch dabei und wie gewohnt fangen wir ein wenig mit den Daten an. Die SCAR L bietet euch einen Schaden von 62, dabei hat sie einen Rückstoß von 31 Punkten, eine Feuerrate von 67, Präzision liegt bei 79, Magazin mit 30 Schuss und Kosten tut sie 20.000 Skillpoints oder 89 Cash. Wie bereits beim letzten Waffenreview werde ich die SCAR L jetzt mit anderen Gewehren vergleichen, damit ihr euch einfach einen besseren Überblick der Waffe machen könnt. Ich habe ja schon alle Waffen in Skill Special Force 2 gezeigt, ihr findet alle natürlich in der Videobeschreibung und über den Link zur Skill Special Force 2 Liste oder auch die zwei, die ich jetzt zum Vergleich nehme, wenn ihr auf das Bild unten klickt, da habe ich das neue Video direkt verlinkt. Als erstes Vergleichssturmgewehr nehmen wir die neue XM8, welches ja vor kurzem erst in Skill Special Force 2 hinzugefügt wurde. Und wenn wir uns dort die Werte anschauen, ist auf jeden Fall direkt erkennbar, dass der Rückstoß mit 34 auf jeden Fall um 3 Punkte höher ist, was bedeutet, dass die XM8 ein wenig weniger Rückstoß hat. Dafür aber weniger Präzision als die SCAR L, nämlich 78 Zählerpunkte im Vergleich zu 79 Zählerpunkten, also auch nicht ganz so krass. Und auch beim Schaden sind es 2 Punkte weniger, die die XM8 hat, nämlich 60 zu 62. Dafür kostet die XM8 aber 25.000 Skillpoints, also 5.000 Skillpoints mehr als die SCAR L. Als zweites Vergleichsgewehr habe ich mich für die HKG36C entschieden, welche auch erst kürzlich durch einen Patch hinzugefügt wurde. Wenn wir dort die Werte mit der SCAR L vergleichen, merken wir, dass wir mit der HK auf jeden Fall einen höheren Schaden von 64 Punkten haben, also 2 Punkte mehr als die SCAR L. Dafür ist die Feuerrate aber geringer, 64 bei der HK, 67 bei der SCAR L. Präzision auch hier wieder, 72 Punkte bei der HK, das sind 7 Punkte weniger als bei der SCAR L, die mit 79 Präzisionspunkten schon ziemlich weit oben liegt. Aber auch hier wieder 4000 Skillpoints weniger kostet die SCAR L mit 20.000, denn die HKG36C kostet sagenhafte 24.000 Skillpoints. Wie gewohnt war ich natürlich mit der SCAR L in vielen Orten unterwegs, verschiedene Spielmodi, verschiedene Karten, aber am Ende habe ich mich doch wieder dafür entschieden, euch ein kleines Hangar-Gameplay zu zeigen, in dem ich noch nicht mal wirklich alleine war. Ich bin dort reingegangen, habe wirklich die ersten Runden total versagt, aber ein paar von den Mitspielern haben mich erkannt in diesem Ort, also ganz, ganz lieben Gruß an alle, die dort bei der Runde dabei waren. Ich habe den Chat nicht ausgeblendet, dort könnt ihr eure Namen sehen. War eine ganz nette Runde, denn ich habe zwar nicht besonders hervorragend gespielt, aber die waren nett und freundlich und wir hatten wirklich ein bisschen Spaß zusammen. Also, SCAR L habe ich mir gekauft, habe ich viel mitgespielt und ich muss sagen, die Waffe hat mir zwar gut gefallen, ihr wisst, Sturmgewehre sind genau die Waffen, auf die ich stehe, aber es hatte doch ein paar Punkte, die ich hier gerne kritisieren möchte. Aber fangen wir erst einmal grundsätzlich an, die Daten habe ich gesagt und wenn wir uns die Daten von allen Sturmgewehren mal anschauen, die sind doch relativ gleich bei den Sturmgewehren. Man hat meistens ein bisschen Unterschied bei der Feuerrate, was sich dann wiederum auf die Präzision und auf den Rückstoß auswirkt. Heißt, umso höher die Feuerrate, umso geringer normalerweise die Präzision und auch der Rückstoß. Und bei der SCAR L wäre das wirklich mein größter Kritikpunkt an die Waffe, beziehungsweise das, worauf ich hinaus möchte, ist, dass die Waffe wirklich einen hohen Rückstoß hat. Mit 31 Rückstoßpunkten ist es sehr niedrig angehalten und wie ihr wissen, umso niedriger der Rückstoßwert angegeben ist, umso höher ist der Rückstoß der Waffe letztendlich. Was bedeutet Rückstoß? Das ist einfach nur, wie viel ihr gegensteuern müsst bei jedem Schuss. Ich habe bei der SCAR L vieles ausprobiert. Wenn ich in dem Aim-Modus, also im Zielen-Modus unterwegs bin, wo die Präzision am höchsten ist, das heißt, ihr legt die Waffe an und schaut durch das Visier, welches mir bei der SCAR L übrigens wirklich sehr gut gefällt. Dort hat man wirklich gemerkt, wenn ihr ein wenig in Bewegung seid, dann geht gar nichts. Da merkt ihr so einen starken Rückstoß, das bin ich wirklich nicht gewohnt von einem Sturmgewehr. Was aber nichts Schlechtes ist. Das ist etwas, woran man sich gewöhnen muss. Etwas, woran man arbeiten muss. Und ich muss auch sagen, es wurde von Runde zu Runde besser. Aber auch hier, wie bei der HK, wie bei der XM8, wie auch schon bei der SG551, die SCAR L ist eine Waffe, wo ich denke, dass man da ein wenig Eingewöhnungszeit braucht, bis man sie wirklich gut kontrollieren kann. Des Weiteren, ich finde, die Waffe sieht relativ cool aus. Es hat mal einen anderen Skin von vornherein, etwas grau-beige Skin und nicht dieses stumpfe Schwarze von den ganzen Sturmgewehren. Das macht sie zu etwas Optisches wirklich sehr Gutes. Sound wurde ich darauf angesprochen, das doch mal was dazu zu sagen. Ich muss wirklich gestehen, ich finde, bei Skill Special Force 2 klingen alle Waffen ziemlich ähnlich. Auch bei der SCAR L habe ich jetzt nicht so den großen Unterschied gemerkt.
Was ich euch aber empfehlen würde, wenn ihr mit dieser Waffe spielt, auf jeden Fall den Burst-Modus wieder zu nutzen. Wobei ich auch sagen muss, es gibt zweierlei Sachen, wie ihr das zu machen habt. Also Burst-Modus heißt einfach nur, dass ihr die Maustaste nicht durchdrückt, sondern dass ihr versucht, die Maustaste zu tabben und so gezielte und kontrollierte Feuerstöße rauszubringen, da man dabei eben halt den Rückstoß ein wenig besser kontrollieren kann. Bei der Skarl L habe ich aber einfach das Gefühl, dass sie trotz des angegebenen Schaden von 62 nicht wirklich viel Schaden macht. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich den Gegner nicht sofort am Kopf getroffen habe, was relativ schwer war für mich, durch das Visier, durch den Höhenrückstoß in Zielmodus, dann habe ich den Gegner nicht down bekommen und der mich aber schon. Also habe ich angefangen, sehr viel zuerst aus der Hüfte zu schießen, das heißt den Gegner überhaupt erst einmal irgendwie unter Beschuss zu nehmen und dann während des Schießens dann in den Zielmodus überzugehen. Das hat nicht immer hundertprozentig funktioniert und ich bin einfach kein Spieler, der gut aus der Hüfte spielt. Also ich habe schon gemerkt, bei Skill Special Force 2 sind viele unterwegs, die nur aus der Hüfte schießen und so wirklich gut performen können. Das liegt mir einfach nicht und das ist wirklich ein kleiner Kritikpunkt, den ich aktuell bei fast allen Waffen bei Skill ja anbringen würde, dass ich einfach finde, dass das Zielen zum Teil wirklich sich nicht lohnt, es sei denn, man ist mit einer Sniper unterwegs. Ansonsten, 20.000 Skillpoints ist etwas höher, also ihr bekommt für 15.000, kriegt ihr schon Waffen wie die Famas. Die Auga 3 kostet 18.000 und ungefähr auf dem Level würde ich die Skarl auch anliegen. Ich persönlich fand sie aber besser als die HK36C und auch als die XM8. Also das heißt, für knappe 5.000 Skillpoints weniger würdet ihr ein relativ gutes Sturmgewehr bekommen, welches euch auch ein bisschen was bringt und womit ihr auch wahrscheinlich mit der Zeit immer besser werden würdet, wenn ihr halt den starken Rückstoß unter Kontrolle bekommt. Zu der Feuerrate 67, vollkommen okay, nicht zu hoch, nicht zu niedrig für ein Sturmgewehr, also zu hoch kann es ja auch kaum sein. Aber die Präzision, die angegeben ist von 79, die habe ich eben nicht gespürt. Die Präzision ist da, aber die ist auch nur da, wenn ihr den Rückstoß kontrollieren könnt. Und dadurch, dass er aber so gering ist, also vom Wert her, also so hoch letztendlich, ist es doch relativ schwer, die Waffe unter Kontrolle zu halten. Also, ich hoffe, ich konnte euch damit ein wenig unter die Arme greifen, ob ihr euch die Waffe kaufen sollt. Ist ja relativ neu raus, ihr wisst ja, ist immer ein bisschen schwierig dann zu sagen, kauft euch die auf jeden Fall. Ich persönlich habe sie, ich werde sie auch behalten, werde sie jetzt auch ein bisschen weiterspielen, um irgendwie ein bisschen besser, ein bisschen wärmer mit der zu werden und ich denke mal in 1-2 Monaten wird es auch wieder eine Top 10 meiner Waffen in Skill Special Force 2 geben. Schaut auf den Kanal, dort gibt es bereits 2 Videos dazu. Ich mache alle 2 Monate, wenn die neuen Waffen raus sind, immer eine neue kleine Auswahl und ich freue mich auch, wenn ihr mir unter dem Video schreibt, was haltet ihr von der Waffe, lasst mir gerne eine Videoantwort da, falls ihr selber ein Video dazu gemacht habt und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video und bis dahin ciao, ich bin da mal raus. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schau dir doch gerne eins von meinen weiteren Skill Special Force 2 Videos an und natürlich freue ich mich auch über ein Abo.